Ja, willkommen im Jurassic Park. Das ist das neue Projekt jetzt. So, wir haben normal schon alles eingestellt. Dann können wir gleich mit der ersten Episode starten. Der wäre noch ein Song. Ja, mit der ersten Episode starten wir jetzt. Willst du wirklich ein neues Spiel beginnen? Na, sicher doch. So, mit den Aktionstasten müssen wir was machen. Es ist nämlich ein interaktives Adventure. Im Bereich Erforschungsszene. Wo ist die Erforschungsszene? Ach so, da. Ja, man muss da rechtzeitig umstehen, da. Wir werden bereits gejagt von den Dinosauriern. So, um aufzustehen, klicken Sie auf das Symbol und ziehen Sie in Richtung des Pfeils. Dann machen wir das einmal, um dass wir uns aufrichten und malträtieren die Taste. Episode 1, der Eindringling.
eine schöne Aussicht, aber wo sind die Dinosaurier? Da draußen müssen Triceratops sein. Sie sind manchmal schwer zu finden. Ach ja? Wo hast du das her? Das hier? Ja, das. Dieser Typ hat es mir gegeben. Dein Chef, John Hammer oder wie er heißt. Er mag mich. Das ist großzügig von ihm. Genau. Ich sehe Dschungel und so, aber keine Dinos. Sieh dich um, du wirst sie finden. Ach so, sind wir schon drauf? Ach, wir müssen uns umschauen. So, um mal ein bisschen zu erzählen. Hey, hier ist so ein Zoom-Dings dran. Wir haben keine Kosten gescheut. Genau. Zum Erzählen, wir spielen das blind, also ich hab's davon noch nicht gezockt. Was ist denn das da für ein kleiner Bunker? Ein Gerätelager. Für Reparaturen an kaputten Dinos? Ja, wir halten sie immer in Schuss, weißt du? Und deswegen werden wir das gemeinsam entdecken. Warum sind denn die netten Dinosaurier eingesperrt? Das ist sicherer für sie und auch für uns. Pflanzenfresser können sehr gefährlich sein. Können wir da runtergehen und die Dinos aus der Nähe sehen? Ruftest du ins Tigergehege, als ich in San Diego war? Das war was ganz anderes. Außerdem war ich erst 7 oder so. Genau, und ich hatte eine Heidenangst um dich. So, unter anderem, wenn wir in dem Spiel erfahren, was mit den Dino-Embryos passiert ist, also in der Dose da. Da sind ein Haufen Dinosaurierspuren um diese Pflanze. Triceratops sind große Freunde von Bananenblättern. Sicher sind sie ganz in der Nähe. Zumindest steht es auf der Spielverpackung, dass wir da was erfahren. Warte, ich sehe wirklich einen. Oh, er ist weggelaufen. Sie ist gerade weggelaufen. Es ist ein Weibchen. Wo ist sie hingelaufen? So, wo ist sie hingelaufen? Was ist das für eine gelbe Blume? Sieht aus wie Mams Paradiesvogelblume, nur irgendwie gesünder. Es ist Heliconia. Wir haben sie zur Verschönerung vom Festland hergebracht. Die Spuren führen in den Fluss. Klar, der Triceratops hat ein Bad genommen. Sie muss irgendwo rausgekommen sein. Wäre es nicht lehrreich, wenn ich noch ein paar Tage hier bliebe? Weißt du, deine Mom könnte dich vermissen. Machst du Witze? Sie wäre total glücklich. Ach komm schon, das wäre sie nicht. Doch, das wäre sie. Okay, schauen wir mal weiter. Was haben wir da hinten? Ich sehe einen... Oh, egal. Nur ein Felsen. Ich sehe einen Felsen. Hey, ein Dinosaurier schüttelt den Baum. Ach, vergiss es. Nur ein paar Vögel. So, da haben wir die Fußspuren. Da führen Spuren aus dem Fluss heraus. Du bist auf der richtigen Spur. Wir sind auf der richtigen Spur. Ihr habt ja hier mehr Blumen als Dinosaurier. Ja, aber es sind schöne Blumen, stimmt's? So, da haben wir ihn doch. Okay, ich sehe sie. Warte, da ist ein ganzer Haufen. Oh, krass. Sie kämpfen. Das wollte ich unbedingt sehen. Eigentlich ist es eher Dominanzverhalten als Kampf. Weißt du noch, wie Patchy auf eure Welpen reagiert hat? So ist es auch mit Lady Margaret und dem jungen Triceratops. Ernsthaft? Lady Margaret? Ja, das nennen wir Alpha-Tier. Siehst du die Hörner? Die sind über einen Meter lang. Genau richtig, um gegen T-Rex zu kämpfen, was? Das will ich sehen. Wird wohl nichts. Ich habe auch ohne Gladiatorenkämpfe genug zu tun. Da fällt mir ein, ich muss mich noch um einen kranken Triceratops kümmern. Und zwar gleich. Ich setze dich am besten am Gästehaus ab. Echt schon? Dann hast du noch Zeit zum Packen. Und denk dran, das Boot fährt heute Abend. Ich habe gar nichts zum Packen. Ich bin praktisch erst angekommen. Wenigstens hast du ein paar Triceratops kämpfen sehen. Eigentlich war das eher Dominanzverhalten. Besserwisser. Komm, gehen wir. Kommen wir auf ruhiges Wetter. Bei starkem Seegang ist es nicht sehr lustig an Bord.